Hallo zusammen, ich grüße euch. In der artgerechten Freilandhaltung ist das Treibhaus ein wichtiger Bestandteil. Darin finden die Schildkröten nicht nur die nötige Wärme, sondern nachts auch Schutz vor Feinden. Deswegen ist es wichtig, dass die Schildkröten nachts in diesem Treibhaus eingesperrt und dort wohltemperiert und vor Feinden geschützt die Nacht verbringen können. Ein Video zu dem Schlafplatz verlinke ich euch mal da oben. Nun kann es allerdings sein, dass die Schildkröten diesen Schlafplatz gar nicht so gern als solchen annehmen, wie man das sich eigentlich wünscht. Denn wie wir wissen, sollten die Schildkröten so wenig wie möglich herumgetragen werden. Und nun ist es allerdings vielleicht nötig, dass die Schildkröten abends vom Freigehege ins Treibhaus getragen werden, wenn sie dort nicht selbst hineinspazieren. Nun stellt sich der ein oder andere vielleicht die Frage, warum die Schildkröten nicht von selbst hineinspazieren und was man dagegen tun kann oder ob die Schildkröten vielleicht doch lieber draußen im Freigehege übernachten sollten. Wie bereits erwähnt, sollten die Schildkröten im Treibhaus übernachten und nicht frei im Gehege. Wir müssen also dafür sorgen, dass die Schildkröten nachts darin eingesperrt sind und am allerbesten dieses Treibhaus auch von selbst aufsuchen. Das eine ist die Gewohnheit, die hier eine Rolle spielt. Schildkröten, die es gewöhnt sind, dort abends hinein zu müssen, die werden eher dieses Frühbeet dann tatsächlich aufsuchen, als die Schildkröten, die vielleicht gerade frisch in euren Bestand eingezogen sind. Das heißt, in erster Linie geht es darum, den Schildkröten quasi zu signalisieren, dass sie ab einer gewissen Uhrzeit oder Dämmerung oder Temperatur dann zurück ins Treibhaus kommen. Das muss man am Anfang tatsächlich in den meisten Fällen mittels Tragen dann machen. Damit die Schildkröten aber auch tatsächlich verstehen, dass sie ab einer gewissen Uhrzeit dort hinein müssen, ist es wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Der richtige Zeitpunkt ist natürlich je nach Jahreszeit ein bisschen unterschiedlich und kann jetzt nicht pauschal 17 Uhr beispielsweise festgelegt werden, sondern es hängt ein bisschen vom Charakter ab, aber auch von Temperatur und Jahreszeit. Idealerweise ist es irgendwann zwischen nachmittags und abends, wo die Schildkröte sich gerade auf den Weg macht, ihren Schlafplatz aufzusuchen. Wir wollen also vermeiden, dass die Schildkröte noch im voll aktiven Zustand in ein Treibhaus eingesperrt wird, weil sie dann ihren Bewegungsdrang nicht mehr ausleben kann. Aber wir wollen auch vermeiden, dass sie schlafend hineingetragen wird, weil sie dann einfach nur an einem anderen Ort plötzlich aufwacht und vereinfacht gesagt gar nicht versteht, was los ist. Wenn wir aber dafür sorgen, dass während der halbaktiven Tageszeit am Nachmittag die Schildkröten dorthin gehen, können sie das leichter nachher im Laufe der Zeit mit einer Gewohnheit verknüpfen und sagen sich dann, ich habe keine Lust auf das Tragen, ich gehe lieber von selber dorthin. Das kann man also, wie gesagt, einerseits durch das Tragen hinbekommen, indem man die Schildkröten hinträgt. Ich würde allerdings empfehlen, nicht die Schildkröten im Treibhaus abzusetzen, sondern die Schildkröte vor dem Eingang abzusetzen, damit sie diesen letzten Schritt, nämlich ins Treibhaus selber hineinzugehen, dann auch wirklich selber erledigt. Dann klappt die Gewohnheit nämlich sehr viel besser, als wenn man, wie gesagt, sie im Treibhaus absetzt. Wenn die Schildkröte nicht allzu weit von diesem Treibhaus sich aufhält, dann kann man auch versuchen, sie mit einer kleinen Futterstraße hineinzulocken. Man sucht sich also ihr Lieblingsfutter, natürlich trotzdem gesundes Futter, wie zum Beispiel Löwenzahnblüten, Mohnblüten, die Blüten von Malven oder so ähnlich, alles was bunt und leuchtend und trotzdem gesund ist. Das kann man dorthin legen, entweder als Straße oder direkt vor den Eingang, damit die Schildkröte sozusagen den Weg dorthin leichter finden kann. Des Weiteren ist es wichtig, dass die Schildkröten im Treibhaus das vorfindet, was sie selbst als sicher empfindet, damit sie sich dort auch wohlfühlt und sich selbst in Sicherheit wiegt, dass sie die Nacht vor Feinden geschützt ist und es nicht zu warm und nicht zu kalt ist. Es ist daher wichtig, dass ihr dort die Bedingungen erfüllt, die die Schildkröte braucht. Denn wenn sie sich dort nicht wohlfühlt, dann wird sie entweder trotz Gewohnheit abends nicht das Frühbett aufsuchen, oder aber sie wird, wenn sie darin eingesperrt ist, immer wieder versuchen hinauszukommen. Sie wird am Rand entlang laufen, an der Tür kratzen oder irgendwie nicht so richtig zur Ruhe kommen. Und morgens ist sie dann als eine der ersten, die dann sofort wieder rausstürmt, obwohl es draußen vielleicht gar nicht so schön warm ist oder was auch immer es draußen vielleicht an Nachteilen geben könnte. Schildkröten lieben es einfach, Kontakt mit dem Rückenpanzer zu haben. Denn somit erleichtert es die Tarnung
Und aber auch es entsteht dadurch eine Art Mikroklima, sodass dort ein feucht-warmes Milieu herrscht, ähnlich wie im natürlichen Lebensraum, wo trotz kargen Flairs die Schildkröten vom feucht-warmen Mikroklima profitieren können. Daher ist es nötig, dass im Treibhaus die Schildkröten nicht nur den Bereich der Wärmelampe haben, wo sie sich auf Temperatur bringen können, sondern dass sie außerhalb dieses Wärmekegels dann entsprechend Pflanzen finden, Unterschlupf, Höhlen, wo sie möglichst eng sich hineinkriechen können, wenn sie denn wollen. Also die Bepflanzung spielt eine sehr große Rolle hier. Wildkräuter haben hier wenig Nutzen, denn Wildkräuter werden sofort plattgetrampelt oder abgefressen. Hier setzen wir Versteckpflanzen ein, wie zum Beispiel Salbei, Rosmarin, Thymian oder Lavendel. Diese Pflanzen kommen mit dem Klima im Treibhaus sehr gut zurecht. Sie werden von Schildkröten nicht gefressen. Falls doch, macht es aber nichts. Aber die Schildkröten lieben es einfach, sich darunter zu verstecken. Und damit dieses feuchtwarme Mikroklima dort auch wirken kann, achten wir darauf, dass wir einen artgerechten Bodengrund verwenden. Auch dazu ein Video oben einmal verlinkt. Diesen Bodengrund halten wir immer schön feucht. Wenn die Schildkröten nun also abends ins Frühbett gehen oder dort hineingesetzt werden, dann können sie sich in diese Verstecke unter den Pflanzen, vielleicht ein bisschen eingegraben in die feuchte Erde, und dann fühlen sie sich wesentlich sicherer als in so einem leeren Frühbett, wo quasi nichts ist oder einfach nur ein Stein oder ein Stück Holz. Ein Ersatz oder ein Zusatz zu diesen Pflanzen kann ein Schlafhaus sein. Ein Schlafhaus wird eigentlich nur deswegen verwendet, weil es sehr viel stromsparender ist, diesen Schlafbereich nachts zu temperieren, als nachts das gesamte Frühbett auf Temperatur zu halten. Damit die Schildkröten sich in diesem Schlafhaus wohlfühlen, ist es wichtig, den Eingang möglichst klein zu halten. Am allerbesten so, dass sich die Schildkröten gerade so durchquetschen können. Natürlich, wenn die Schildkröten noch Jungtiere sind, dann muss man ein bisschen Rücksicht darauf nehmen, dass die Schildkröten natürlich wachsen und demzufolge der Eingang Stück für Stück dann größer sein müsste. Aber prinzipiell gilt, je kleiner der Durchgang zum Schlafhaus ist, desto beliebter wird das Schlafhaus tatsächlich dann angenommen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Schildkröte entweder gar nicht das Frühbett aufsucht oder falls doch, dass sie sich nicht im Schlafhaus schlafen legt, sondern vielleicht unter das Schlafhaus einbuddelt oder unter der Wasserschale verzweifelt versucht, einen Unterschlupf zu finden oder dergleichen. Um das Ganze zusammenzufassen, damit die Schildkröten nachmittags oder abends, je nach Wetter und Jahreszeit, das Treibhaus von selbst aufsuchen, bedarf es in erster Linie Gewohnheit. Sorgt also dafür, dass die Schildkröten entweder mittels Futterstraße dorthin gelockt werden oder dass ihr sie einmal tragt und dann vor dem Eingang wieder absetzt, sodass sie das letzte Stück selber hineinläuft. Ihr verschließt dann die Tür für die Nacht und am Morgen wird sie wieder geöffnet. Sorgt dafür, dass im Treibhaus ausreichend Versteckmöglichkeiten sind. Pflanzen sind ja sehr, sehr wichtig. Sorgt dafür, dass mindestens zwei nebeneinander sind, sodass sie sich sozusagen verbinden und darunter eine Art Höhle ist. Ein Schlafhaus kann zusätzlich eingesetzt werden. Der Eingang sollte dann möglichst niedrig sein und der Bodengrund wird feucht gehalten. Es macht nichts, wenn um den Bereich der Wärmelampe es am Tage austrocknet, aber der Schlafbereich und der Bereich rund um die Pflanzen, der sollte immer schön feucht gehalten werden, wobei nachts die Feuchtigkeit wichtiger ist als tagsüber. Und wenn ihr mit diesen Sachen zusammen, also Gewohnheit und die artgerecht oder den Wohlfühlfaktor im Treibhaus, das dann alles so gestaltet und handhabt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Schildkröten von selbst das Treibhaus dann aufsuchen. Und wenn sie es nicht aufsuchen, dann muss man trotzdem sagen, das Herumtragen ist zwar mit Stress verbunden, aber Stress muss man wieder abwägen, Nutzen und Risiko. Wenn man darauf verzichtet, die Schildkröten dorthin zu tragen, bedeutet es, dass sie draußen den klimatischen Bedingungen ausgesetzt sind, die nicht für sie bestimmt sind, denn sie sind hier bei uns nicht zu Hause. Das Klima ist nicht für sie vorgesehen, nicht artgerecht für sie und langfristig nicht gesundheitsfördernd. Das andere, dass wir hier draußen natürlich nachtaktive Feinde haben, wie Marder, Fuchs, Ratten und so weiter. Und selbst wenn man so etwas noch nie in seinem Garten gesehen hat, wir sind nachts in der Regel nicht aktiv und falls doch, dann nehmen die Feinde Abstand und sie warten, bis die Luft rein ist. Ihr könnt eure Tiere daher nur schützen und nur temperiert übernachten, wenn ihr sie nachts im Treibhaus einsperrt und dort für Wohlfühlfaktor sorgt.
Mit ein bisschen Geduld gewöhnen sich die Schildkröten dran und wie gesagt, wenn nicht, dann ist trotzdem der Nutzen des temperierten, vor Feinden geschützten Übernachtens höher als der Stress, der durch das Tragen verbunden ist. Also bis dahin, liebe Grüße, tschüss!